Willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator und ihr seht mich mit der Rolle in der Hand, denn ich habe etwas vor und zwar unsere Tankstelle soll wieder schöner werden. Ich habe den Laden geschlossen. Ich habe hier ziemlich Ausverkauf gehabt. Ich habe alle Regale leer, waren schon weggestellt. Hier ist noch ein bisschen was drin, hier noch ein bisschen Eis, da noch ein paar Brillen und hier, naja, die alten Wikingerhelme, die gehen hier halt nicht so gut. Und ansonsten ist sehr ruhig an meiner Tankstelle. Keiner da. Alles geschlossen. Und ich habe ein bisschen Geld verdient, da oben 12.500. Ich könnte jetzt auch ein Flugzeug tanken, aber will ich gerade nicht. Ich bin hier gerade so ein bisschen mal umstreichen. Na, den Boden habe ich schon geändert, das habt ihr gerade gesehen. Und ich möchte das Ganze mal so ein bisschen umgestalten. Und dann werden wir neue Regale, größere Regale hinstellen, die mal richtig schön voll machen, wenn das Geld das zulässt, ich hoffe. Und dann machen wir neue Öffnungen und verdienen mehr Geld. Ich habe oben auch eine höhere Zufriedenheit. 64% bin ich jetzt. Und das habe ich eigentlich in dem erreicht, in dem ich nachher schon Regale weggenommen habe, die leer waren. Also die Zufriedenheit geht natürlich runter, wenn wir die Bedürfnisse der Kunden natürlich nicht erfüllen können. Also wenn die hierher kommen und sagen, ey, ich hätte aber gern was anderes gehabt, kannst du halt schon Dings verlieren da halt, ne? Vertrauen, hätte ich bald gesagt. Die sind dann nicht mehr so zufrieden. Zufriedenheit heißt das, genau. Und ja, genau. Und jetzt, wo ich die weggenommen habe, ging das irgendwie besser. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Ich glaube, das wird ganz nett. Jo, dann noch ein paar schöne Regale rein. Und dann geht das ab. So, halt. Nein, ich muss das nochmal streichen. Tatsächlich. Ja, bei meiner Quest rechts bin ich auch ein bisschen weiter. Na, Fahrzeuge betanken, Kunden bedienen, Fahrzeuge reparieren. Na, da muss noch ein bisschen. Ein Trinkgeld muss ich auch noch ein bisschen kassieren. Und dann denke ich mal, dass wir das Ding erweitern können hier. Wobei, die Waschstraße kann ich jetzt schon erweitern. Da können wir gleich mal gucken. Das machen wir auch. Oder hatte ich das nicht sogar schon in der letzten Folge gemacht? Ich glaube ja. Da hat er doch irgendwas erzählt, von wegen mit einem Schalter. Das schauen wir uns mal kurz an. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Das wird ganz nett. Mir gefällt das ganz gut. Da wollte ich hin. Aktualisieren. Da. Hatte ich das nicht letztes Mal schon? Erhöhe die Haltbarkeit der Pumpe. Okay. Sie sieht aber noch genauso aus wie vorher. Okay. Ja, hier muss ich auch gleich mal machen. Nein, ich helfe dir nicht. Helf dir selber. Ah, weiß ja, wo mein Dings ist hier. Mein Abschlepper. Oder Panzertape, das weiß ich auch mittlerweile. Helf dir selbst. Hilfe zur Selbsthilfe. So. So, schön. Schön. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, dann würde ich das nämlich auch gleich bei der Werkstatt machen. Ich weiß gar nicht, ob es im Lager geht. Das Lager wäre aber eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil das ist ja, ne? Ist ja nur Lager. Da gehen die Kunden nicht durch, die sehen das nicht. Das wäre nicht ganz so schlimm. Aber das hier müssen wir mal so ein bisschen aufpeppen jetzt. So, fein. Ja, ich wollte gerade sagen, mir fehlt irgendwie gerade das Geräusch. Ja, das Spiel hat schon, also hat schon mega, also hat schon wirklich viele Bugs, so, ne? Ist einfach ein Fun-Game. Kann man sich mal ganz, ja, ein paar Stunden mit beschäftigen. Also ich ein paar mehr. Und, ja, ist ja immer noch im Early Access. Also ich weiß nicht, ob das jemals herauskommt. Aber mir gefällt es halt so. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal die Stunden zusammenrechne, die ich hier, oder mir anzeigen lasse, die ich hier verbracht habe und dann den Preis dagegen sehe, also wurde ich gut unterhalten. Wenn man sowas mag. Ich mag das. So. Ah, das war knapp. Oh. Habe ich jetzt alles gestrichen? Jo, hat er. Das hier oben würde ich eigentlich ganz gerne, aber das geht, glaube ich, nicht. Halt. Nee, kannst du irgendwie nicht. Obwohl das markiert. Schade. Ist ja schön, dass man wenn das mal einen neuen Standstrich kriegen würde. Gut, dann gehen wir erstmal aufs Klo und schauen mal, was wir hier tun können. Ja, einen anderen Boden wäre cool. Ja, ich glaube, da wird es schwierig, ne? Bezahlen Sie für jede Nutzung. Ja, gibt es nicht auch? Konnte ich nicht auch irgendwo Fliesen aussuchen? Gab es die Möglichkeit nicht auch? Ich meine, ja, also die Fliesen würde ich da lassen.
Hier könnten wir ein bisschen was anderes machen. Draußen nur beide Seiten. Naja, was heißt beide Seiten? Hier ist ja nicht beide Seiten. Ja, wenn ich hier sage beide Seiten, ja genau, dann sieht das nämlich so aus. Das ist doof. Deswegen, ich hoffe. Ja, hier muss ich es so lassen. Ja, wobei hier drin ist eigentlich egal, das sehe ich ja gar nicht. Das sieht ja nur der Kunde. Ja, hier darf ich sie nicht ändern, weil dann, und hier ja auch nicht. Weil da macht das ja auch außen, oder? Beide Seiten draußen nur. Beide Seiten, ja, dann hat er auch hier. Der muss sich das hier wieder ändern. Oh Mann. Draußen nur. So, jetzt müsste es gehen. Nein, warum? Ach, das ist ja total ätzend. Na egal. Das ist ein bisschen schade, das funktioniert nicht so gut. Oder ich bin dafür zu einfach, dass ich das nicht kapiere. Oh, was malt er jetzt? Oh nein. Okay, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, boah. Jetzt guckt er irgendwo durch, ne? Aber ich glaube, das bleibt jetzt alles so. So, so ein schönes Weiß. Da fällt das Geld nicht so auf. Da drinnen mache ich nichts, weil das sehe ich nicht. So, hier nochmal. So, die Wand, ja gut, nur mache ich sie halt, weil ich habe sie ja jetzt hier hingesetzt. Ja, bin ich. Ich bin taub. Nee, ich habe einfach keine Lust, dem mehr zu helfen. Der kommt jedes Mal hier an mit seinen kaputten Flügeln. Dann darf ich alles mit Duct Tape fertig machen. Kriege ich dafür eigentlich Geld? Ich glaube nicht. So, naja. Wie gesagt, die Wand kann ich nicht machen, weil das von außen auch. Da muss ich sie wieder ändern. Hier lassen wir das jetzt so. Alles gut. So, aber die Bude. Was? Nur die Tankstelle kann angepasst werden. Ach nee, ist echt? Ach nee, das ist ja doof. Na gut, das kann ich neu streichen, ne? Ja. Das finde ich ja schade. Das ist wirklich ein bisschen schade, dass nur die Tankstelle angepasst werden kann. Und du nicht alles, aber vor allen Dingen warum? Also, liebe Entwickler, das wäre schön, wenn ihr das ändern würdet. Wenn ich auch mein Dings und meine Waschstraße vielleicht irgendwie anpassen kann. Und nicht nur die Tankstelle. Naja, gut, es ist wie es ist. Bleib im grünen Bereich, ja, bin ich. Alter, wie viel Geld ich ausgegeben habe jetzt nur für die Wände und hast nicht gesehen. Total irre. Nur für optischen Shishi. Und ich weiß nicht mal, ob der überhaupt was bringt. So. Zahle ich eigentlich was für die Farbe? Lass mal gucken. 893. Das werde ich mir mal merken. Nee, verstreichen nicht. Farbe ist umsonst, das ist gut. Ja, machen wir das ein bisschen freundliches Weiß, ne? Kann das wieder schön einsaugen mit der Zeit. So. Ich werde doch mal diese ganzen Bilder, die ich immer aus den Autos rausklaue. Ich habe auch schon eine Felge, so wie hier an der Wand hängt, auch schon mal aus dem Auto rausgeklaut. Vielleicht mal dann doch dafür nutzen, um ein bisschen Akzente an der Wand zu bringen. Wobei viel Wände wirst du bald nicht mehr sehen, oder? Über Regale vor. So. Bleib im grünen Bereich. Das krieg ich hin. Oder? Nein, krieg ich nicht hin. Nee, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Ja. Oh ja. So. Da kommt gerade wieder ein Flugzeug. Mal da mal schön rüber mit der Bürste, natürlich. Natürlich. Aha. So, und die Wand noch. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Schön von außen. Ja, müsste ich auch mal. Ah, so, was machen wir da für eine schöne Farbe? Machen wir hier so ein dunkles Beige. Machen wir so ein dunkles Beige. Gucken, wie das aussieht. Ah, ist immer schon braun, ne? Und dann machen wir die Türen weiß. Ich glaube, das setzt sich ganz gut ab.
Das Dumme ist, man muss das immer wieder nachstreichen, ne? Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, klar, okay. Aber trotzdem, viel zu viel Arbeit. So, machen wir erstmal die ganzen Wände rundherum. Lalalala, eine neue Tankstelle muss her. Ja, und dann füllen wir alles wieder schön auf Kraftstoff, wobei das wird auch schon ganz schön Geld kosten. Und genau, die Regale. Und bei den Regalen wird das so sein. Ich werde erstmal manche Produkte bestellen müssen, dann werde ich sie ins Regal legen müssen und dann kann ich es wieder nachbestellen. Weil so viel Platz habe ich im Lager einfach gar nicht. Na, dass ich alles nochmal bestelle. So wird es funktionieren. Und dann können die Kunden sich wieder richtig verausgaben. Ja, das weiß ich, dass du bereit bist, Joe, aber ich habe keine Zeit, Junge. Ich muss die Wände streichen, das ist viel wichtiger. Als dein havariertes Flugzeug da, so. Ja, dann nochmal die andere Seite und dann haben wir es geschafft, ne? Haben wir endlich alles. Und die Tür noch. Und eigentlich auch noch diese Dinger hier, diese Balken. Aber dann haben wir alles geschafft. Gut, da haben wir die Wände. Warte mal, da machen wir das doch. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist jetzt weiß, ne? Dann machen wir das auch weiß. Ich glaube, das sieht ganz cool aus mit den Türen. Ja. So machen wir das. Aber ich finde es halt immer noch schade, dass du hier die Wände nicht gestalten kannst. Ne? Das ist ja kein Klinker reinmachen kannst oder so. Das ist ein bisschen, naja. Und was ich auch doof finde, dass du die Fenster zum Beispiel jetzt auch nicht streichen kannst. Also die Fensterrahmen und so, das kannst du nicht separat streichen. Das ist auch jetzt hier. Ich will nur das hier. Das wäre auch cool. Das wird sich in Weiß auch sehr schön absetzen. Aber naja, ist halt nicht. So, da haufen wir einen Kunden ab. Dem hat das alles so lange gedauert. Ich glaube, Kerosin habe ich auch noch sehr viel. Also da. Oh, jetzt streiche ich das nochmal. Ja, doppelt streichen hält ja besser. Ja, doppelte Farbschicht drüber, natürlich. Mach ich doch gerne. So, die Tür. Ach, die muss die Türen ja einzeln. Den habe ich da drüben ja auch noch nicht gemacht. Oh, hau. Oh, machen wir die Sauerei erstmal weg. Das ist gar keine. Das wird langsam dunkel. Ich sehe nichts mehr. Streiche im Dunkeln, ganz schlechte Idee. So, kann ich das auch streichen? Nee, kann ich nicht. Das ist fertig. Nee, ich habe doch beide Türen. Dann ist das soweit fertig. Das Dach könnt ihr noch einmal. In irgendeiner Farbe. Irgendwas. Anthrazit oder sowas. Ach nee, die muss ja alle einzeln. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht eh kein Mensch. Das lassen wir so. Nee, das sieht ja keine Sau. Von innen ja auch nicht. Nee. Nur für so ein Shishi. So, und das wird ja dann auch nicht gehen, weil da wird er auch sagen, nee, nur die Tankstelle kann angepasst werden. Na, schade. Sehr, sehr schade. So, also, wir brauchen neue Regale. Naja. Dann. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Produkten ist, die hier drin sind. Ich hoffe, dass ich die noch hab gleich. So, alles muss weg. Und jetzt schauen wir mal nach Regale. Also, ich brauche Einrichtung. Erfrischungsgetränke. Da brauchen wir mal so ein großes. Für Snacks ein großes. Dafür habe ich ein großes. Für Zigaretten habe ich ein großes. Für Eiscreme. Für Autopflege. Nee, ich habe gerade keine Zeit, Joe. Premium, das lasse ich mal so, weil das kleine Ding kriege ich auch nicht voll. Für den Hut gibt es nur das. Da gibt es nur das. Ja, hier bin ich noch nicht, ne? Teddybär, Gebäck, Spielzeug. Okay, stellen wir die Dinger mal auf.
Und die sind in meinem Rucksack, ja. Nein, warte mal, Regale, da will ich hin. So. Ice Cream Stand Tall. Nee, ist das ja groß. Das ist ja der kleine. Ja. Big Ice Cream. Sehr schön. So, kommt hier in die Mitte rein. Die Leute gleich immer schön am Eis vorbeilaufen. Und richtig Bock darauf haben. So, dann haben wir... K. Das große Autoregal. Ah, da kommen wir hier so in der Ecke, die ganzen... Artikel für Autos. Was haben wir noch? Wir haben ein Big Cigarette. Achso, den habe ich ja weggenommen. Der kann mal hier hin. Softdrinks, die könnten eigentlich wieder... An die Ecke passen die gar nicht mehr, oder? Doch. Ich muss das komplett drehen. Passt schon noch in die Ecke, oder? Ja, das passt schon noch dahin. Okay. So, was haben wir noch für Regale? Wir haben, ja gut, den... Für die Brillen, das würde ich auch ganz gerne so ein bisschen in den Raum stellen. Ich meine, die gehen immer nur vorne ran, so wie es aussieht, ne? Aber es wird wahrscheinlich auch schwierig mit dem... Wenn da noch Regale sind, ne, es wird schwierig. Da kommen die nicht mehr durch. Gut, die Brillen machen wir hier hin. Machen wir so ein bisschen über Eck. So. Ja, so ein Eyecatcher, ne? Ah, die Brillen sind noch da. Sehr geil. Brillen habe ich noch. Was haben wir da noch für Regale? So, Ice Cream. Wir haben... Ach ja. Da darf ja gar nicht viel, ne? Der Birkstoff. So, machen wir mal hier hin. Ah, nicht so weit weg. Da müssen die Kunden so weit laufen. Das machen die nicht so gerne. Immer... Ne? Für den Kunden. Dass er kurze Wege hat. Sonst hat er keinen Bock. So. Newspaper. Kann dann an die Wand. Ja, wenn dann die schlechten Nachrichten gelesen hast, denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und fängst das Saufen an und dann holst du drüben hier was. Das macht Sinn. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben Big Food. Oh yes. Der sollte aber eigentlich... Ja, ist ein bisschen doof. Ja, muss er doch in die Ecke. Ich meine, die Kunden gehen ja schon hin. Ja, gleich Frust essen, wenn du schlechten Nachrichten gelesen hast. Snacks. Geil. So, was haben wir da noch? Kleine brauche ich im Moment nicht. Small. Ja, und er hier ist ja so ein bisschen Exot. Ich stelle es mal hier hin. Wird aber selten mal was reinkommen. Deswegen kaufe ich da auch nicht das Große. So, hier muss ich mal leer machen. Gar nicht richtig aufgeräumt hier, Sommer. Zack. Und zack. Sehr gut. So, dann wollen wir noch mal gucken. Hier war, genau, da machen wir mal Place All. Da machen wir mal schon mal voll. Dann haben wir schon mal alles drin. Hier ist auch noch ein bisschen Eis. Aber ich glaube, ansonsten habe ich von nichts... Ah, hier. Oh, da habe ich ja richtig was von. Nein, ich helfe dir jetzt nicht. Kapierst du es nicht, oder was? So, schön. Haben wir doch alles da. Ich muss einmal kurz rüber. Ich muss nicht mehr rüber, weil das Flugzeug ist gerade weggeflogen, so wie es aussieht. Dann halt nicht. Okay, dann lass mal groß einkaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Großeinkauf. Wir brauchen... Ach, wo fangen wir denn mit an? Wir gucken einfach mal. Erfrischungsgetränke. Ich kaufe einfach alles. So. Auch wenn es teuer ist. Ich weiß gar nicht, kriegt man alles rein? Garantiert. Ah, ich kann immer... ich hätte es gleich zusammen bestellen sollen. Weißt du was, dann gehe ich mal kurz ins Lager. Ich wollte so mal schon mal aufräumen. Dann machen wir das mal. So ein paar Sachen wegräumen. Da liegt ja noch ein Haufen... Haufen Nippes. Ja, weiß ich nicht. Ein Hubwagen, der muss schon hier bleiben. Den brauchst du ja. Aber der ganze Müll, der muss mal weg. Guck mal, hier liegt jetzt noch so ein Müllsack. Das kann mal weg.
So, das hier, alles Brett. Kann auch weg. Yes, jetzt gilt es als weggeworfen. Okay, was haben wir dann noch? Das kann weg. Und was haben wir noch? Ach, das kann auch weg. Ja, dann. Ab dafür, ab in den Müll. Wollen wir gar nicht mal haben. Zack. Den Hebel, den reißen wir nicht weg. Oh! Kann ich ja mal ein bisschen Licht reinlassen in die Bude. Sag mal. Ist es denn die Möglichkeit? Ist es nicht? So, weg damit. So, meine erste Lieferung ist da. Sind die schon ein bisschen größer? Komischerweise liegen hier noch. That'll do. Halt! Mann, der hat's eilig. Ey, ich wusste gar nicht, dass die Fenster hier zu sind. Na ja, dann. Na ja, gut. Das geht nicht so gut. Okay, was hatte ich jetzt geholt? Es waren Snacks, glaube ich. Nein, es waren Getränke. Erfrischungsgetränke. Genau. Platziere alle, platziere alle, platziere alle, platziere alle. Wow. Und ich habe noch gar nicht alle platziert. Warte mal. Ich habe es mal kurz leer gemacht. Ich hoffe echt, es sind alle noch da. Ich glaube schon. So, also machen wir nochmal. Dann 10, 10, 10, 10. 10. So, jetzt haben wir, machen wir nochmal. 5, 5, 5, 5, 5. So, jetzt haben wir alles voll. Richtig gut. So, dann bestellen wir mal weiter. Diesmal ein bisschen mehr vielleicht. Produkte. Was habe ich jetzt? Ich habe Erfrischungsdrink. Jetzt machen wir Snacks. So, dann das hier natürlich. Das wird teuer. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz im Lager habe. Ja, schon. Ja, schon. Dann die Zigaretten. Warte mal, das muss man so ein bisschen... Genau, ich muss nämlich sehen, was ich da bestelle. Was? Ich wollte gerade sagen, Lieferung ist unterwegs. Ja, weil das Auto noch unterwegs war, oder was? So, da ist wieder ein Flugzeug. Da kann ich ein bisschen Geld verdienen. Ja, das weiß ich nicht, wie lange das takt. So lange, bis du dir dein Duct Tape selber holst, Junge. Oh, ist auch gleich alle. Amazing! Amazing! Jawohl! Das Zeug brauche ich immer, ne? Komm, geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Oh ne. Handel? This is what I like about your country. Deal. Oh, sehr schön. Sehr gut. Kann ich mit dem Plänen schon irgendwas machen? Ich glaube nicht. Aktualisierung. Ich glaube, das war hier. Na genau. Oh, warte mal. Was ist das? Kommunikationszentrum. Produkte der zweiten Reihe offenbaren. Die Macht der Gelassenheit. Handelsfertigkeit. Okay. Was könnte ich noch machen? Lager wäre cool. Ein Funkturm. Abklingzeit der Fähigkeit verweigern. Nicht genug Baupläne. Okay, da brauche ich noch einen Bauplan. Ne, komm, ich mach das dann einfach hier. Ching, ching. Einfach damit wir was gemacht haben. So. Ob Sinn macht, ist egal. Hauptsache haben. Haben sie mal besser als brauchen. So, weiter geht's. Wir wollen noch eröffnen heute. So. Komm doch gerade rechtzeitig. Jo. Ich habe das Ding hier schön offen gelassen. Das Lager des Vertrauens. Meine Herren, das ist eine ganze Menge, ne? Sag mal, was fahrt ihr immer so schnell los? Habt doch mal Geduld, Junge. Okay, das waren jetzt Zigaretten, Alkohol und Snacks. So, machen wir mal schön die Kippen hier rein. Dann haben wir wirklich alles zur Auswahl. Und da darf sich wirklich keiner beschweren. Oh, wirklich alles drin. Krass. Gut, die Snacks. Die Snacks. Oh, ein paar Zeitungen habe ich noch gehabt. Krass, wie voll das wird.
Wahnsinn. Alles drinne? Irre. Das komplette Regal. So, hier wird es richtig gut jetzt. Da machen wir mal richtig schön was rein jetzt. Oh, da hätte sogar noch mehr reingekonnt. Eine ganze Ecke. Brillen. Okay, okay, wir brauchen also noch Eis. Okay, wir brauchen Eis, Pflegemittel und Brillen. Und Hüte. Ach, guck mal, den Hutständer habe ich gar nicht aufgestellt. Den Hutständer, da ist er doch. So, hier. Ja, genau. Puh, okay, also, was brauchen wir? Eiscreme. Da haben wir erstmal genug, hoffe ich. Autopflege. Das hier habe ich noch. Zeitung. Ich weiß gar nicht. Hier, Kreuzworträtsel. Ganz, ganz wichtig. Hüte. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpassen. Oh, da sind noch mehr. Ja, sauber. So eine Dinger brauche ich doch. Hier, die Dinger, die gehen. Ich bestelle einfach total wild. Ist mir so egal. Und Brillen. Das wird so eine mega Rechnung jetzt werden. 2, 3. Ah. Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Schade. Wie viel haben wir? 6,75. Was nehme ich denn mal raus? Na gut, das bringt ja nicht viel. Habe ich irgendwas doppelt und dreifach bestellt? Ja, die Hüte, ne? Aber das, das bringt ja nicht so viel. Das bringt nicht so viel, Captain. Das ist, ja, man kann es ja mal probieren. Ich werde noch irgendwas rausnehmen müssen, was ein bisschen mehr... Nicht genug Platz. Boah, 632, 612. Ja, einfach, ich habe so wenig Platz, ne? Das ist total nervig. Auch so ein schöner Tag. Ja, Landebahn brauche ich gar nicht hin. Ah. Also ich muss, ja, ich habe jetzt, habe ich von allem etwas bestellt? Ich glaube ja, also wenn die jetzt gleich da sind. Oh, Kraftstoff. Kraftstoff. Ich habe doch gar keinen Kraftstoff mehr. Das sollte ich auf jeden Fall haben. So, Tankstelle. Die hat jetzt 500. Ah, ich kann... Ich kann nicht 500 bestellen, weil ich noch ein Fitzel-Literchen drin habe. Verdammt. Achso, warte mal. Nee. Und dann machen wir auch gleich Kerosin. Da geht, glaube ich, mehr. 900. 500... Wow. Ja, dann haben wir aber immer noch richtig gut Geld. Na gut, ich habe auch noch nicht alles bestellt. Aber das, ja. Dann machen wir mal die Tür auf, lassen die mal rein. Und da freue ich mich auch schon, wenn ich hier mal eine Erweiterung habe. Mehr Platz halt, ne? Ey, das ist so schön mit den offenen Dingern hier, ne? Mit den Fenstern. Paff. Siehst du ein bisschen was? So, Tankstelle ist offen. Ist nicht offen, meine ich. Was erzähle ich hier? Was ist los, Captain? Ist doch gar nichts los. Ist gar kein Druck. Keine Gäste. Nichts. Keiner will was von dir. Ja, da du. Sag mal. Die haben das neuerdings so eilig. So, hier ist auch noch was vors Fenster. Hier ist auch noch was vors Fenster. Überall noch was vom Fenster. Mann. So. Sehr schön. So, Benzin kommt auch gerade. Bis du den Rüssel da rein hast, ist schon Daddeldu. So, dann können wir doch mal schauen. Eis. Hm, schon voll. Da geht ja flott. So, wie ist mit Zeitung? Oh, hier ein bisschen was zum Lesen für jeden. Auch schon voll.
Die Brillen, genau. Oh, schon voll. Wahnsinn. Das ging ja schnell. Ich habe keine Schwämme, ne? Das ist nicht so gut. Ich brauche noch mal Schwämme. Ohne Schwämme geht hier gar nichts. Ohne Schwämme kannst du nicht öffnen, Captain. Das geht nicht. Okay, also, stellen wir noch was. Schwämme, Autopflege. Auch wenn sie sehr teuer sind. Und Glascleaner wollte ich noch haben. Bestell das mal. Und dann müsste ich eigentlich Autoteile auch noch ein bisschen... Oh, die sind sehr günstig gerade. Bestell doch mal. Autospiegel sind auch gerade sehr günstig. Geil. Ich weiß nicht, ob ich so viel Platz habe. Scratch-Dinger habe ich eigentlich. Ein paar Batterien. Ich werde nicht so viel Platz haben und Geld haben. Nicht genug Geld. Hm. Schade. Wie viel habe ich denn eigentlich? Wo steht denn eigentlich mein Geld? Bestellungskosten 2,8. 2,6. Okay. Wow. Ich habe mal 5 Dollar. 5 lausige Dollar habe ich noch. Krass. Aber das geht jetzt los. Wenn wir das mal alles verkaufen, dann kriegen wir das doppelt und dreifach zurück. Naja, so viel vielleicht nicht, aber wir kriegen es zurück. Sehr schön. So, dann warte ich eigentlich nur noch auf meine Lieferung. Und dann können wir öffnen. Das sieht aber schon, mir gefällt das ganz gut. Ja, mir gefällt es ganz gut. Kann man schon mal machen. Na, das da auf das... Wo kommt das denn her? Auf das Dach schauen wir mal nicht. Und den Müll können wir abholen lassen. Oh. Was ist denn los hier? Können wir... Wo sind deine Extreme, Junge? Was ist los? Warte, ich seh auch nichts, was ich mache. Okay, haben wir geschafft. Ja, warte mal, dann ordere ich erstmal den Müll. Dienstleistung, Abfall, bestellen. Geht das überhaupt? Die kommen? Okay. Ich habe gar kein Geld. Kostet das nicht auch Geld? So. Jetzt aber die letzte Lieferung, bevor ich öffne. Irgendwie fahren die mal voll schnell weg. So. Ah! Hilfe! Ach nee, nein! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Ich komme hier nicht mehr weg! Ah! Warte, 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 warte! Ah! Junge! Mach das nie wieder! Der hat mich eingequetscht. So, komm. Ja, ich mach doch schon auf. Ach, zum Glück kommen die jetzt noch rein. Stimmt, das sind ja die Autoteile. Ja, daddel du. Mann. Hab doch mal einen Moment Geduld, ey. So, jetzt aber. Okay. Müll wird abgeholt. Sehr gut. Dann mache ich noch die restlichen Regale. Ach ja, hier habe ich auch noch was. Ah ja, ein paar hängen da halt, ne? Voll mit Schwämme und genau. Wir brauchen das alles. Ansonsten ist alles voll. Da drüben in der Werkstatt kann ich noch einmal alles reinmachen. Jawohl. Nein, nee, bitte. Oh. So. Da haben wir genug. Da ist voll. Öl haben wir auch noch. Ein paar Batterien habe ich gekauft, glaube ich. Naja. Genau. Alle platziert. Dann ist soweit alles fertig, ne? Der Müll ist abgeholt. Ja, da haben wir wieder schön Platz. Alles ist sauber. Ja, wir haben Benzin. Habe ich drüben den Hahn schon aufgedreht? Ja, da steht kein Auto mehr. Ich würde sagen, wir können öffnen. Ja, hier ist alles voll. Da habe ich nichts mehr. Geil, neue Öffnung. Okay, jetzt holen wir uns erstmal... Ach, guck mal, das haben die... Die haben ein Update gebracht. Die haben eben ein Update gebracht. Und ich wusste nicht, was für ein Update haben die eigentlich gebracht. Cool. Du kannst jetzt, wohl planen. Ich kann neue Leute einstellen? Nee, das geht ja nicht. Ich habe auch keinen Wohnwagen dafür. Guck
Guck mal, jetzt kann ich, was kann ich denn machen jetzt? Ausruhen. Ja, mach da. Bedienen an der Kasse. Ja, du machst. Oh. Nicht genug Geld. Oh. Ich kann die gar nicht bezahlen. Ich kann die gar nicht bezahlen. Ja, neue Eröffnung. Läuft mit den Ketten, würde ich sagen. Oh nein. So, einmal kurz rüber zur Landebahn. Ist das irre? Ich habe gar keine Kohle, um meine Angestellten zu bezahlen. Mit meinen lausigen 5 Dollar. Ey, die können ja wohl mal so ein bisschen, ne? Mal ohne Geld arbeiten. Das geht doch wohl. Ja, heutzutage ist das nicht mehr möglich. Nee, nee, nee. Einfach mal für den Chef. Weil er so nett ist. Komm, ich gebe dir mal Mr. Burton. Und ich möchte gerne den Plan haben. Ich gebe dir noch ein bisschen hiervon. Ah, wird schwierig, den Handel abzuschließen. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Naja, okay. Aber ich habe wieder ein bisschen Geld, um meinen Angestellten zu bezahlen. Von daher ist es, hat sich's gelohnt. So, sind die ersten Gäste schon da? Meine ersten Kunden? Ah, da kommt der erste Kunde. Jawohl, was will er? Tanken? Ist egal. So, komm her hier, Junge. Angestellte. Zahlen automatisch. Ah, das kannst du machen. Und hier kann ich jetzt sagen, warte mal. Bediene die Kasse, ja? Kommt er jetzt? Ja, krass, da kommt er. So, und dann kannst du sagen, er macht jetzt von 8 bis 20 Uhr. Jetzt könnte ich vielleicht... Ah, hier, Nacht. 20 bis 8 Uhr. Ich muss noch bezahlen, ne? Und dann könnte ich sagen, jo, mach Hauptberuf. Was werden hier Nebenberuf? Tankstelle reinigen. Nee, das macht er nebenbei noch, wenn er nichts zu tun hat, oder was? Jetzt macht er sauber, oder wie? Maciek? Okay. Ja, was machst du da? Okay, der macht jetzt sauber, oder was? Maciek? Alles gut bei dir? Du verdienst Geld, aber machst nichts. Reinigen macht er jetzt. Das steht ja da. Du reinigst wirklich sehr lange, sehr gründlich. Das ist in Ordnung. Aber irgendwie... Okay, und jetzt gehst du wieder in die Kasse? Das wäre natürlich sehr geil, ne? Ne, jetzt macht er mal sauber. So, ich muss immer tanken hier. Great job. Great job, ja. Also wenn das funktioniert mit dem Zeitplan, wäre das schon sehr, sehr geil. Sehr gut, das wird wieder Geld verdient. Jawohl. Ja, jetzt geht er in die Kasse. Das ist schon geil. Also du kannst auch sagen, nice, auf Toilette kommt das. Nice. Es war wohl wirklich schön da. Richtig gut. Ey, das finde ich geil. So, 206. Kann ich schon... Na, ich glaube, das reicht noch nicht. Genau, dich würde ich jetzt planen. Hauptberuf, bediene an der Kasse von 20 bis 8. Theoretisch müsste das ja passen. Automatisch bezahlen. Position von einem anderen Mitarbeiter besetzt. Ja, im Moment, ja. Das ist richtig gut. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Prämie? Hier gibt es keine Prämien. Das heißt, wenn er durch ist... Wo ist er denn jetzt auch nicht? Ey, ihr findet echt Sachen nicht? Das ist nicht euer Ernst. Kann momentan nicht verwendet werden. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Weil Maciek, der haut dann erstmal ab und macht hier sauber. Jetzt kommt Maria. Warum? Ah, weil der Wechsel ist. Es ist schon 20 Uhr. Ja, moin. Jetzt, ah, alles klar. Also werde ich mal beobachten. Ja, gut, okay. Den habe ich jetzt geholt. Mitten am Tag. Und der Tag war schon fast rum. Es könnten auch gerne mehr Leute tanken. Aber ansonsten klappt das, glaube ich, ganz gut. Das gefällt mir auch. Ganz gut. Hier so ein paar. Ja, nimm eine runter. Dann kann ich... Ey, da hast du schon so viel, ne? Na, du kannst es halt nicht allen recht machen. Ist halt so. Das finde ich richtig geil. Das heißt, sie kassiert jetzt hier. Und wenn jetzt keiner an der Kasse ist, würde sie wahrscheinlich reinigen. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Was ich auch gut finden würde, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Und ein Abo würde ich auch ganz gerne nehmen.
wenn es recht ist. Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, ist, wenn ihr erstens hier die Becher nicht hinkippt und zweitens nächste Folge auch wieder reinschaut. Und dann werden wir sehen, ob das hier klappt mit den Zeitplänen. Das wäre geil. Richtig, richtig, richtig gut. Ja, und überall sind Leute. Werkstatt, Waschanlage. Ich habe auch ein bisschen was zu tun an Kraftstoff. Okay, ich werde mal hier so ein bisschen die Lände schwingen und ja, ich hoffe, wir sehen uns diese Folge wieder. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.